Der zweite Zerlegungsbeweis, den ich Ihnen vorgestellt habe, ist ein altindischer Beweis und wird mit dem Stuhl der Braut bezeichnet. Grund dafür ist die Form, die die beiden entsprechend sortierten Kathetenquadrate annehmen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie das Puzzle gelöst wird und warum damit der Satz des Pythagoras bewiesen ist. Die vier Dreiecke, die Sie haben, haben insbesondere die Hypotenuse C. Das heißt, ich bin in der Lage, diese vier Dreiecke, wenn ich sie in das Quadrat mit Seitenlänge C einsortieren will, jeweils die Hypotenuse an die jeweilige Seitenkante zu legen. Wenn ich das mache, erhalte ich dadurch folgende Figur. In der ein kleines Loch in der Mitte entsteht. In dieses Loch passt tatsächlich gerade das übrig bleibende kleine Quadrat der Seitenlänge b-a. Dass das so ist, schauen wir uns gleich in der Begründung noch an, schauen uns im Vorfeld aber, wie wir die gleichen Figurteile auch in die andere vorgegebene Fläche einpassen können. Eine Möglichkeit wäre die folgende. Sie setzen die zwei Dreiecke wieder zu einem Rechteck zusammen und stellen das einmal längs liegend hin. Dann nehmen Sie wieder ein Rechteck, resultierend aus den beiden verbleibenden Dreiecken, und die können Sie auf diese Weise sortieren und erhalten am Ende noch ein kleines Stückchen oben, was, wie wir gleich zeigen können, genau dem Quadrat mit Seitenlänge b-a entspricht. Auch hier lohnt es sich natürlich wieder, wenn wir uns das Ganze theoretisch überlegen. Ich habe die Puzzle-Zusammenlegung, die wir im Puzzle durchgeführt haben, jetzt hier nochmal grafisch skizziert bzw. illustriert. In gewohnter Form ist die Seite A die kürzere Kathete in Rot gezeichnet, B ist die längere Kathete in Blau gezeichnet und C ist die Hypotenuse. Jetzt bin ich in der Lage, diese vier Dreiecke in das große Quadrat der Seitenlänge C einzupassen. Das funktioniert, weil ja die eine Seite der Dreiecke C ist und dementsprechend auch passt. Dann kann ich das Ganze symmetrisch so einfügen und erhalte hier in der Mitte mit denselben Winkelargumenten, wie wir es auch im Vorfeld immer gemacht haben, dass es sich hierbei um ein Quadrat handeln muss, indem ich zu den jeweiligen 180 Grad ergänze. Die Seitenlänge, die dieses Quadrat in der Mitte hat, muss aber gerade b-a sein, weil ich immer die Bilanz zwischen der blauen Strecke und der roten Strecke, also b-a, ziehe. Im zweiten Bild sehen Sie Ähnliches. Wir haben also hier wieder die Seite b blau eingezeichnet, wir haben die Seite a in Rot eingezeichnet und natürlich kann ich je zwei solche Dreiecke zu einem Rechteck der Seitenlänge a und b zusammenfügen. Die Strecke, die dann insgesamt hier unten bestritten wird, ist offensichtlich a plus b. Das entspricht genau der Figur, die wir auch haben. Die Strecke, die hier übrig bleibt, ist, wenn ich auf die Art und Weise die zwei Rechtecke zusammensetze, gerade b-a. Warum? Weil ich die Bilanz zwischen der blauen und der roten Strecke ziehe. Und gleiches gilt auch hier in diesem Fall. Ich nehme die gesamte Strecke b, die das Quadrat, was ich Ihnen hier gleich nochmal in grau einzeichne, ausmacht, und ziehe davon die Strecke a ab. Das heißt, ich erhalte hier auch das kleine Quadrat b-a, was meine Figur vervollständigt.